Wir brauchen, im Grunde brauchen wir eine Monarchie wieder. Wenn ich das wieder gesehen habe, am Samstag in Oslo, hast du es auch gesehen? Nein. Ja, du bist kein Typ für diese romantischen Veranstaltungen. Nur Fußball, nur FC. Nein. Ja, und ab und zu mal ein brutaler Actionfilm oder sowas. Ich brutale Action? Nein. Ja, aber das war, ich habe es mir natürlich in der ARD angeguckt, ZDF hat es auch übertragen. Es gibt für mich bei solchen Übertragungen nur einen Mann, das ist Rolf Seelmann-Eggebert. Und ich frage mich, wann endlich Sir Rolf Seelmann-Eggebert? Der für mich, ich dachte immer, er sei Adliger, aber ist gar kein Adliger, ist ein Doppelname. Mhm. Ja? Aber er hat das so intus, diese Beziehung zum Adel. Er hat dieses milde Lächeln drauf. Und muss sagen, Kompliment, was der NDR da aufgefahren hat. Eine Außenreporterin, Leontine von Schwento. Ich glaube, Schwento oder Schwenko. Auch zu Hause in der Welt des Adels, schon die Körpersprache, schon das Kostüm, schon die Perlenkette, alles first class. Ich will gar nicht wissen, wer da im ZDF stand. Und das war ja, da waren ja irgendwie 9 Stunden mussten ja moderiert werden. Und es war die Frage, Herr Seelmann-Eggebert, was wird denn das Paar heute Abend machen? Nun, Sie werden mit Sicherheit mit den Gästen tafeln, dann wird man doch den Abend in großer festlicher Runde verbringen. Und dann sagt die Rolf Seelmann-Eggebert, was allerdings schon bekannt ist im Protokoll, um 0.30 Uhr wird das Paar sagen, we've had enough, und wird gehen. We've had enough. Auf Englisch. Oslo. We've had enough. Das ist übrigens, das muss ich sagen, das ist meine Lieblingsgeste auf Hochzeiten und Geburtstagen. Oder wenn man das hört, weiß man meistens, jetzt wird es grausam. Jetzt wird es ganz, ganz, ganz schlimm. Jetzt kommen Sätze wie, ich will gar nicht lang sprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Tag heute noch erlebe. Und wir hätten es nicht gehofft. Ja? Aber ich muss mal sagen, wirklich. Wir haben damals mit dem Fahrrad angefangen, heute hat jeder von den Kindern Auto. Bilanz eines Lebens, gut, man muss es verstehen. Ich saß zu Hause, ich habe es Ihnen am Freitag gesagt, links mein Pudel, ja? Rechts eine Schachtel Praline und eine schöne Cola habe ich mir warm gemacht. Und dann habe ich mir alles angeguckt. Ich habe geheult, ich habe zugegeben. Ich dachte mir, vielleicht soll ich auch heiraten, weißt du? Jetzt, wo es für mich rechtlich auch möglich ist. Und, Mette Maritz, unsere Königin der Herzen, absolut attraktivste Frau im Adel, überhaupt keine Konkurrenz, hat ja ein wildes Leben vorher gehabt. Oh ja. Mhm. Wir wissen nicht genau was, sie soll mal eine Zigarette geraucht haben. Bringt einen Sohn mit in die Ehe und der Vater des Sohnes soll Probleme haben mit den Gesetzen. Ja. Nee, mit Drogen keine Probleme, nur mit den Gesetzen. Ja. Und ich muss natürlich sagen, ehrlich gesagt, es sind natürlich schon knüppelharte Bilder, die von Mette Marit da aufgetaucht sind. Ich meine, dieses Bild, da muss die Öffentlichkeit ins Grübeln kommen. Man hat ihr verziehen und das ist alles jetzt wirklich okay, aber ich meine, man muss wirklich sagen, eine Frau, die es so wild getrieben hat, schauen Sie sich mal dieses Foto an. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die sich in so einer Position fotografieren lässt. Mit Zigarette. Und dieses kurze Hemdchen. Ja, ja, die hat wahrscheinlich gar nichts drunter. Guck mal. Und dunkle Haare, das heißt, die hat sich auch mal die Haare gefärbt. Womöglich hat die noch Lippenstift benutzt und Nagellack. Diese Skandinavierinnen sind richtig Luder. Aber das Volk hat ihr verziehen. Und die große Frage war auch an Rolf Seelmann-Eggebert. Guck mal, das ist das offizielle Hochzeitsfoto. Das sieht schon, es war auch ein schönes Paar, weißt du? Mhm. Oft hast du ja bei diesen Adligen so, dass sie irgendwie gut aussieht, aber er halt doch so. Schönes Paar. Prinz Håkon Magnus von Norwegen und Prinzessin Mette Marit von... Und wo waren Sie gestern? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Haben wir heute Mittag gefahren? In Düsseldorf. Stellen Sie mal sowas vor. Hochzeitsreise. Es hieß doch, Sie fahren mit dem Schiff. Rolf Seelmann-Eggebert meinte auch, die königliche Yacht, Mordedam Parma, wird wieder in Betrieb genommen und die beiden stechen in See.
Nein, gestern Abend, Parkhotel Düsseldorf. Wir dürfen das Hotel nennen. Warum? Weil wir bezahlen, wenn wir wo übernachten. Weil wir nicht irgendwo die Billigheimer-Nummer machen und uns upgraden lassen und sagen, können Sie bitte ein Einzelzimmer berechnen und eine Suite? Nein. Also, Parkhotel Düsseldorf, die, kommt ein skandinavisches Paar in Jeans und sagt, gut, da haben Sie das Zimmer frei. Alles ausgebucht natürlich. Na, Düsseldorf. Die Suiten waren ausgebucht. Die Suiten waren ausgebucht. Sie haben noch ein Zimmer zur Straße hinbekommen, ein Doppelzimmer. Stell dir das vor, bescheiden. Hier können Sie sich alles leisten, na, Milliarden. Zimmer zur Straße in Jeans. Und heute haben Sie in einem PKW mit dänischen Kennzeichen Düsseldorf verlassen. Ja, ja. Sie sind mit einem Airbus der Lufthansa nach New York geflogen. Ja. Da weißt du mehr als ich. Ja. Mit Lufthansa? Ja, genau. Mit unserer sensationellen deutschen Airline? Stand bei Spiegel Online, ja. Was? Mhm. Vom Hotel in Düsseldorf zum Düsseldorfer Rhein-Ruhr-Flughafen. Ja. Jetzt renoviert und übersichtlicher denn je. Ja. Ja? Steigen in einen Airbus, ja, der in Hamburg 40 Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat. Und fliegen nach New York? Mhm. Das stelle ich mir auch geil vor. Das sind ja ungefähr 7 Stunden, die anderen Passagiere im Airbus. Ich will nicht stören, aber. Einmal hier. Prinz. Einmal. Oder ein anderer Gast von der Messe. Kennst du mich noch? Man ist ja, hier, das ist der Kleine, ein süßer Junge, 4 Jahre alt, hat natürlich sofort die Herzen der Zuschauer. Ja, die Herzen der Zuschauer. Aber Rolf Sillmann-Eggebert hat einen norwegischen Gast, einen Holzfäller, der aber sehr flüssig Deutsch sprach, gefragt und keine Adoption ist möglich. Also die Thronfolge in Norwegen kann nur mit dem ersten leiblichen Sohn oder mittlerweile auch Tochter. Boah, das hier, das ist der Absolute. Er ist auch noch auf dem Markt. Also er ist noch nicht verheiratet. Das ist hier Felipe, der Prinz von Asturien. Spanien. Fesch, sehr sympathisch, sehr beliebt bei seinem Volk. Und zwar, er spricht perfekt Katalan. Als er in Barcelona gesprochen hat, hat er Katalan gesprochen. Perfekt. Und das hier, Hallihallo, Unterwäschemodel aus Norwegen. Und Papa Juan soll nicht sehr begeistert sein, aber was willst du machen? Das womöglich schon das neue Traumpaar, vermutet auch Rolf Sillmann-Eggebert. Das hier sind die beiden, der gefällt mir auch sehr gut. Karl Philipp, der Herzog von Wärmerland, der Sohn von unserer Silvia, Königin Silvia, und Karl Gustav, die sich ja damals kennengelernt haben in München, wo sie eine einfache Hostess war und er ein ganz kleiner König. Und es hat mir immer gefallen, er hat eine bürgerliche genommen, wurde mehrfach gesagt. Ja. Aber bald nehmen sie auch noch kleinbürgerliche. Es wird immer wahnsinniger. Und da haben sie die doch kennengelernt damals in München. Hast du es auch nicht gesehen? Die Silvia hat sich doch kennengelernt, sie kommt doch aus Heidelberg, Silvia Sommerlatt. Ja, Sommerlatt. Und die hat ja, die war eine ganz einfache Hostess und er hat bing, Liebe auf den ersten Blick und hat sie sofort geheiratet. Und das hier sind die Töchter, eine von beiden hatte doch so ein bisschen Essstörungen. Ja, hatte. Das war, glaube ich, sie. Das war sie hier, Victoria von Schweden, 24. Ist aber jetzt wieder gut dabei. Bitte? Ist das wieder normal? Ja, das ist wieder geheilt. Das ist geheilt. Und hier. Das ist die Schwester Madeleine, 19. Sieht eigentlich völlig anders aus, ne? Anderer Typ, also ich kann eigentlich keine Ähnlichkeit entdecken. Ich finde, sie sieht mehr Silvia ähnlich und die Große ist dem Vater ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Findest du, Victoria sieht auch sehr Silvia ähnlich. Wen, Silvia? Ja, wo? Silvia, Victoria. Wo? Ja, guck dir noch mal die Augenpartie an und... Stimmt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Die Augenpartie ist ja... Wie aus dem, wie rausgerissen, sagt meine Mutter immer. So, jetzt zeigen wir mal einen, für den es langsam eng wird. Und zwar, das ist er hier. Ja? Albert von Monaco. Fleischmütze. Ja? Ich meine, ein unglaublich sympathischer Thronfolger, muss man sagen. Einer, der sich für die Schwachen einsetzt. Ein Top-Sportler, ein Mensch, der viel für das Rote Kreuz tut. Ja? Aber... Ich habe Fotos gesehen auf so einer Yacht.
schon ein bisschen zugelegt und die Frauen auch nicht mehr so Elle Macpherson so wie früher, sondern mehr schon so. Naja. Aus dem bürgerlichen Bereich. Prinz Albert. Die Schwester ist ja, glaube ich, Single. Ich weiß nicht, ob Fürst Rainier einverstanden wäre, wenn sie einen Bürgerlichen zum Beispiel heiratet. Die Schwester von Albert. Denn in Monaco ist ja, glaube ich, das ist ja mit das Erlesenste. Die stehen ja, glaube ich, noch über dem englischen Königshaus, was die Würde angeht und so, oder? Prinzessin Stephanie. War die eigentlich schon mal verheiratet? Sie hat auch viele Enttäuschungen erlebt, ja, natürlich. Ja. Junge Frau. So, das hier ist der heißeste Favorit überhaupt. Sie hier kennen Sie auch. Wird wahrscheinlich auch vielleicht Doppelhochzeit, denn er hier. Wen suchst du denn? Weißt du, wen ich suche? Prinz Pilzchen? Nee. Nee, ich suche Harry. Harry von England. Das gibt's ja nicht, dass wir den nicht hier haben. Liegt der da nicht mit dem roten Pullover? Tja, nee, das ist Harry, aber ich suche William. Ach so. Das ist Andrew. Wir hatten den doch vorhin hier, oder? Ja. Prinz William. Aber du weißt, vorher war er sicher da. Ja, ja, ja. Prinz William, schade. Weißt du, was ich glaube? Wurde uns schon geklaut. Weil das ist der heißeste Favorit überhaupt. Hinter dem sind die Frauen her. Und ich habe gehört, er soll jetzt in so einem Porzellanmesser was mit Claudia Schiffer gehabt haben. Hieß es. Ja. Gerüchtemäßig. Na, ein Flirt. Das ist Kronprinz von Dänemark. Und schade, du, der ist uns irgendwo abhanden gekommen. Das ist Prinz Pilzje aus Holland. Komisch, schade, weil der hätte ich jetzt echt gern gezeigt. Den kennen Sie, er sieht super aus. Das ist halt ganz die Mutter. Und Prinz Pilzje von Dänemark, von Holland wird bald Sie hier heiraten. Maxima Forgetta. Cyril, war das korrekt? Nein. Wie spricht man das aus? Maxima Sorrelleta. Das ist unser Regisseur Cyril Bieder, meine Damen und Herren, aus Argentinien. Maxima Sorrelleta? Ja. Sorrelleta? Sorrelleta. Sorrelleta. Maxima Sorrelleta. Auch schon wieder Ärger, weil der Vater von ihr war Minister, er hier in Argentinien. Von 79 bis 81 war Sorrelleta in Argentinien Minister für Landwirtschaft und Viehzucht unter dem Diktator Jorge Videla. Umstritten irgendwie politisch. Mhm. Weiß nicht, was da war. Landwirtschaft und Viehzucht kann sich doch einiges zu Schulden kommen lassen, oder? Jetzt will man dieses Glück zerstören. Und die Möglichkeit ist jetzt, glaube ich, Vater wird eingeladen, muss aber draußen bleiben. Vor der Kirche. Echt? Ja, ja. Also das gibt ganz schwere Hin und Hers und ist nicht einfach. Wollte jemand Eggebert, wollte das noch erklären, aber hat die Zeit nicht mehr gereicht. Jetzt gib mal dieses Bild von Prinz Willi her. Du hast geklaut. Nein, ich hab das nicht. Das muss doch da sein. Guck mal, das ist... Ah! Ach. Schau mal hier! Jetzt schau mal hier! Schau mal hier, wie schnell richtet man jemand hin, weil man sagt, das Bild ist weg. Ja? Ja. Hier, bei Bush schon eine Hinrichtung gegeben. Und hier? Hier. Und das ist natürlich der absolute Megaknaller. Prinz William sieht natürlich... Geht in die Abteilung Beckham. Es wäre auch schon Zeit, Herrn Engler anzukündigen. Ja, dann nehmen wir natürlich Herrn Engler. Ja, eben. Die Monarchien bleiben, Herr Engler muss weg. Ganz genau.